Auf der CeBIT zeigt der Acer auch einen ganz eigenartigen Nettop, der unter dem Label eMachines R1400 läuft. Dieser Nettop ist etwas kompakter gebaut als wie der Acer Revo. Auch die Form ist deutlich schicker, noch mehr abgerundete Kanten, glossy Kunststoffgehäuse und einen Silberrahmen, der das Produkt sehr futuristisch aussehen lässt. Dieser Nettop wird wegen der Submarke von Acer eMachines wohl den Low-Cost-Bereich abdecken, aber er ist nicht nur vom Gehäuse sehr eigenartig, sondern vor allem von den Spezifikationen innen. Denn es handelt sich hier um den ersten Nettop auf AMD Neo-Basis. Das ist quasi die Alternative zum Intel Atom, etwas leistungsstärker, aber wohl nicht so stromsparend. Besonders durch die 2 MB Cache des Dual-Core-Prozessors AMD Neo K325 mit 1,3 GHz dürfte die Performance profitieren. Aber statt dass hier ein typischerweise AT Radeon Grafikchip wie in der AMD Congo Plattform verwendet wird, die ja Acer im Ferrari 1200 Netbook verwendet, ist hier eigenartigerweise ein Nvidia GeForce 9200 Grafikchip integriert. Dieser Grafikchip ist wohl Full HD zertifiziert und unterstützt auch die Technologien CUDA und Physics, dürfte von der Performance etwas unter einem Nvidia GeForce 9400 liegen, den wir ja von den früheren Nvidia Ion Laptops auch kennen.